Viele von uns sind in Jobs gefangen, auf die sie eigentlich gar keine Lust mehr haben. Und ich habe mich getraut, einfach ins kalte Wasser zu springen und nach meiner Leidenschaft zu gehen und vor allem das zu tun, worauf ich richtig Lust habe im Leben. Heute bin ich Kolumnistin beim Business Insider, Podcast-Host für Red Bull, habe ein eigenes Format namens Medio Mentor mitbegründet und bin Unternehmerin. Und heute möchte ich euch 4 Tipps erklären oder beziehungsweise an die Hand geben, aus denen vielleicht auch ihr Inspiration schöpfen könnt für euren Weg. Ich rate euch, bis zum Ende dran zu bleiben, weil insbesondere der 4. Tipp ist einer, der jeder unabhängig von seinem aktuellen Status in sein Leben integrieren sollte. Den ersten Tipp, den ich euch gerne mit an die Hand geben möchte, ist: Hinterfragt euren Status quo. Was will ich damit sagen? Am Anfang meiner Karriere war ich in einem Job, der total zeitintensiv, sehr spannend war, aber am Ende des Tages war ich oft total lethargisch und ich bin nach Hause gekommen und ich habe mir gedacht, da ist doch noch so viel mehr und ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum dieser Job, den ich eigentlich so liebe, als Journalistin um die Welt reisen, Reporterin sein, warum ich mich trotzdem irgendwie am Ende des Tages so leer fühle. Deswegen rate ich euch, hinterfragt, was euch wirklich Spaß macht und was nicht. Ich in meinem Fall habe zum Beispiel ganz klar gesagt, ich schreibe mir eine Liste und da stehen erstmal nur Sachen drauf, die ich richtig, richtig gut finde in meinem Job. Also sind das Telefonkonferenzen, sind das lange Meetings, ist das vorm Laptop sitzen oder was genau ist es, das mir wirklich Spaß macht? Und dann macht ihr genau das Gleiche mit der anderen Seite. Was macht euch eigentlich keinen Spaß? Ich glaube, an der Stelle ist es total wichtig, auch mit Menschen zu reden, weil man kann sich viel in seinem Kopf zusammenbrauen, aber am Ende des Tages kommt es auch auf den Austausch mit anderen Leuten an. Also sucht euch wirklich Hilfe, redet mit Leuten, redet mit Freunden, redet mit einer psychologischen Beratung, mit wem auch immer, der euch auch mal eine Außenperspektive auf euren Status quo im Job, in der Beziehung oder wo auch immer mit auf den Weg geben kann. Die entscheidende Frage dahinter ist ja immer, wie bringt man überhaupt den Mut auf, eine Veränderung zu bemerken und sich dann auch wirklich zu verändern? Das ist ja eigentlich immer so die Preisfrage. Und ich hatte das schon öfter in meinem Leben, wenn ich in verschiedenen Jobs oder in Projekten war und gerade bei meinem letzten vor der Selbstständigkeit war das ganz extrem, dass ich in so eine Lethargie verfallen bin. Also obwohl ich eigentlich immer vor Elan sprühe und total der euphorische Mensch bin und ich mich für alles begeistern kann, habe ich einfach festgestellt, dass ich abends nach der Arbeit nach Hause gekommen bin. Irgendwie Berlin war noch grauer als sowieso schon. Ich wurde so müde und träge und es hat irgendwie was in mir gefehlt, was ich so vermisse an mir. Und das war für mich eigentlich so ein Alarmzeichen. Und ich hatte Angst zuerst, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, diese Lethargie überhaupt mal anzugucken. Und insgeheim, und da habe ich halt ein ganz krasses Bauchgefühl, weiß ich einfach, es ist Zeit, ich muss was verändern und ich mache das dann noch mit. Und dann entwickelt sich das wie so ein kleiner Samen, der halt immer größer wird. Und ich bin dann teilweise auf die Arbeit gegangen und habe auch schon gemerkt, dass meine Arbeitseinstellung einfach sich verändert hat. Ich war auch ganz ehrlich zu mir selbst. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich viel mehr aus meinem Job rausholen will. Ich habe mich total unterfordert gefühlt. Ich hatte ein Problem damit, dass mir ständig Leute vorgegeben haben, was zu machen ist oder mich ehrlicherweise auch so ein bisschen klein gehalten haben, weil ich wusste, ich kann so viel mehr. Und ja, im Endeffekt war das eigentlich dann eine relativ spontane Entscheidung, beziehungsweise wahrscheinlich unterbewusst sehr lange geplant, aber dann vom einen auf den anderen Tag aufgewacht und ich habe dann gesagt, ich muss kündigen. Ich habe die Kündigung geschrieben, ich habe sie eingereicht, ich bin einen Monat nach Afrika und ich dachte mir so, ist mir auch ehrlich gesagt total egal, was jetzt passiert, ob ich jetzt gerade kein Geld verdiene. Ich habe das gar nicht zu Ende gedacht. Also ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die nächsten Schritte sind. Und ich weiß, das klingt für Außenstehende total verrückt, aber ich hatte halt ein Grundvertrauen und ich habe mir gedacht, scheißegal wie es wird, ich sehe das Leben eigentlich eher wie so ein Spiel und wie so ein, ja, so eine Strategie, so ein Computerspiel und ich denke mir, irgendwie wirst du das schon rausfinden und du weißt, was du im Kopf hast, du wirst immer Wege finden, du hast ein tolles Netzwerk, es gibt Leute, die wollen dich unterstützen und als ob da draußen jemals ein Chef sein wird oder eine Chefin, die irgendwann sagt, oh, sie haben versucht, sich selbst zu verwirklichen, wir nehmen sie nicht mehr. Also worst case wäre ich halt wieder zurück in eine Festanstellung, aber bis heute ist es halt nicht passiert. Tipp Nummer 2,
wenn ihr wirklich eure Ziele verfolgen wollt und ein richtig schönes Leben haben möchtet, dann müsst ihr lernen, Nein zu sagen. Weil mein Mantra ist, wer immer Ja zu anderen sagt, sagt Nein zu sich selbst. Ihr kennt es sicherlich aus eurem eigenen Alltag. Eine Freundin will eure Hilfe, eure Mutter oder euer Vater ruft an. Die Kinder wollen was, im Job will jemand was, der Chef stresst, wie auch immer. Und meistens sagen wir einfach nur Ja, weil wir niemanden enttäuschen wollen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn wir immer Ja zu anderen sagen, haben wir keine Energie mehr für uns selber. Wir haben eigentlich auch keine Energie mehr für Menschen, die uns wirklich am Herzen liegen. Und vor allem, wir sind am Ende des Tages lost, haben keinen Fokus mehr und ja, können unsere Ziele im Endeffekt nicht verfolgen. Auch hier hilft es mir zumindest, immer wieder mit Leuten darüber zu sprechen. Mir auch wirklich Tipps von anderen zu holen. Wie machst du das? Wie sagst du anderen ab? Wenn wir selber nicht die Stärke haben, wirklich Leuten auch unsere Meinung zu sagen und ganz ehrlich zu kommunizieren, dass es gerade nicht so gut im Leben passt, dann, wie gesagt, holt euch Hilfe, holt euch Inspiration von Menschen in eurem Umfeld, bei denen ihr das Gefühl habt, boah, die haben es echt richtig drauf. Die Sache mit dem Nein sagen ist ja gar nicht mal so einfach. Wir wissen zwar, dass es okay ist, Nein zu sagen, aber wie es dann in der Praxis ist, fällt uns oft wahnsinnig schwer. Und bei mir war das eigentlich auch immer so. Ich habe grundsätzlich erstmal, gerade als Selbstständige am Anfang, zu allem Ja gesagt, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich irgendwas verpasse oder diese Job-Opportunity oder den Auftrag oder wenn ich da jetzt nicht mitmache. Aber das Problem war, dass ich halt echt kurz vorm Burnout war und jetzt nicht irgendwie erst mit 50 als Top-Managerin, sondern halt Ende 20 und ich wusste, ich muss halt was ändern. Und ich hatte so eine kleine Epiphanie im Flugzeug auf einem Rückflug von San Francisco nach Deutschland. Ich habe einen Podcast gehört und da hat sich wirklich eine Stunde nur etwas übers Nein-Sagen gedreht. Also der hat konkrete Tipps gegeben, der Host, wie man Nein sagt, wie man höflich absagt und vor allem, warum man das machen sollte. Und diese Argumente haben mich so überzeugt, ich werde sie euch auch gleich verraten, weshalb ich plötzlich mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein da rausgegangen bin und radikal abgesagt habe. Ich habe nur noch abgesagt und es war so ein unglaubliches Gefühl, weil die positiven Reaktionen überraschenderweise mich total vom Hocker gehauen haben. Also, was habe ich in dieser Podcaststunde gelernt? Und zwar, dass man, indem man Nein sagt, eigentlich viel höflicher ist, als wenn man Ja sagt. Wenn ich keine Energie habe und ich treffe mich mit einer Freundin und die Freundin nimmt sich eine Stunde Zeit und ich sage, hey, klar, lass uns treffen. Eigentlich bin ich in meinem Kopf, aber wo ganz woanders, finde ich das unfassbar unhöflich, ihre Zeit zu beanspruchen, die sich ja total auf mich freut und eigentlich ihre Zeit so zu verschwenden. Also ist es doch eigentlich viel schöner, wenn man sagt, hey, ich treffe mich, wenn wir beide Zeit haben, wenn wir den Kopf frei haben und dann machen wir die schönste Stunde zusammen und die bleibt uns beiden auch so in Erinnerung. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, ja, klar, bin ich dabei. So. Die zweite Sache ist auch genauso mit beruflichen Aufträgen. Wenn ich eigentlich keine Zeit habe, den Auftrag anzunehmen und ich sage trotzdem, ja, wird das Ergebnis schlecht. Ich finde, das ist total unfair einem Kunden gegenüber, der auch Geld dafür in die Hand nimmt, der vertraut, dass da was richtig Gutes bei rumkommt. Und auf der anderen Seite sitzt eine Person, die das Versprechen entweder nicht beruflich halten kann, also von der Qualität her, oder da sitzt eine Person, die alles gibt, um dieses Projekt gut zu erfüllen, aber selber am Ende am Krückstock läuft. Also ganz ehrlich, so eine Person würde ich nicht gerne einstellen, weil meine Erwartung an andere Menschen ist es, dass sie sich selber wirklich ernst nehmen, dass sie einen guten Job abliefern, aber vor allem auch erstmal bei sich selber anfangen. Und ich wollte keine Person sein, die so ist für andere. Ich wollte eigentlich ernst genommen werden und ich finde es auch viel attraktiver, wenn jemand um seinen Wert weiß. Und um es euch nochmal als ein Beispiel zu sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe zu sagen, nein, tut mir leid, ich priorisiere gerade mich, ich habe ein Fokusprojekt, und ich wünsche mir, wenn ich Zeit investiere, dass ich das wirklich mit vollem Elan machen kann und das kann ich dir gerade nicht versprechen, beziehungsweise kann ich gerade nicht leisten, dann ist es die höflichste Absage und Menschen sagen, wow, finde ich super cool, habe ich so noch nie gesehen. Und ich muss dabei auch immer so ein bisschen lachen, weil eine Freundin hat mir mit Anfang 20 mal den Tipp gegeben beim Thema Dating. Willst du gelten, mach dich selten. Und ich glaube, dieser Spruch trifft auch beim Nein sagen zu. Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber wenn man tanzt, dann ist man auf jeden Fall gefragt auf der Tanzfläche. Tipp Nummer 3, freunde dich mit Unsicherheiten an. Und das bedeutet,
definier vor allem erstmal für dich, was Sicherheit bedeutet. Unsere Gesellschaft ist wahnsinnig geprägt von einem materiellen Gedanken. Also das heißt, Sicherheit ist gleich Geld und Geld ist gleich stabiles Einkommen. Aber für mich zum Beispiel bedeutet Sicherheit eigentlich Selbstbestimmung. Ich bin mir sicher, dass ich jeden Tag entscheiden kann, was ich mache, wie ich meinen Tag gestalte, ob ich in den Urlaub fahren möchte oder ob ich einfach nur mal länger schlafen möchte. Auch das ist total wichtig für die Psyche, einfach zu wissen, da ist niemand, der mir den Takt in meinem Leben vorgibt. Natürlich gibt es dann viele, die sagen sofort, aber was ist mit dem Geld? Ich sag euch eins, in der Festanstellung haben viele Leute eigentlich auch gar nicht die Sicherheit, die sie sich immer erhoffen. Ich will euch weder zu dem einen noch zu dem anderen raten. Aber gerade in dem einen Punkt, überdenkt das Sicherheitskonzept und ja, fangt an, das Gefühl zu lieben, dass Sicherheit ein Gefühl ist, was nur ihr selber euch geben könnt. Ihr könnt sagen, ich vertraue darauf, dass es besser wird. Egal, ob im Job oder mit den Finanzen oder in der Partnerschaft. Wenn ihr euch dieses Gefühl verinnerlicht und euch vertraut und ihr wisst, es kann nur gut werden, dann seid ihr sicher. Und wie ihr das schafft, auch hier rate ich euch ganz klar, sprecht mit jemandem darüber, lasst euch coachen. Sicherheit fängt im Kopf an und dafür gibt es Menschen, die euch dabei helfen können. Ich würde lügen, wenn ich sage, Sicherheitsdenken spielt für mich gar keine Rolle. Ja? Also auch ich bin nur ein Mensch. Aber ich habe mich relativ früh davon verabschiedet, dass andere dafür verantwortlich sind, wie sicher meine Position in der Gesellschaft oder im Leben ist. Und ich war da gerade 26 Jahre alt. Und was hat mir geholfen, ganz ehrlich? Ich habe eine Mutter, da bin ich auch sehr, sehr dankbar darum, die ist auch Coach. Und die hat mir dieses Grundvertrauen eigentlich schon von Tag 1 an, wahrscheinlich meines Lebens, so ein bisschen eingeimpft. Die hat immer gesagt, Laura, du kannst auf dich vertrauen und ich vertraue auch in dich. Also ihr merkt, es ist wahnsinnig wichtig, wenn Menschen an euch glauben. Und ich glaube total auch daran, dass diese Energie, diese positive, die ein Mensch uns schenkt, wirklich Früchte tragen kann und den Glauben in uns selbst auch total verankert. Und das habe ich einfach über die Jahre immer wieder gemerkt, wenn ich auch mal Momente habe im Leben, wo ich einfach nicht weiter weiß und wo ich daran zweifle. Und ich glaube, das am Ende des Tages ist eben der Schlüssel. Ich weiß nicht, jeder hat das Glück, eine Mutter an seiner Seite zu haben, die Coach ist. Aber wie gesagt, dafür gibt es andere Leute und die sind mindestens genauso hilfreich. Ja, und dann komme ich, wie versprochen, auch schon zum letzten, und zwar zum vierten Tipp. Und der ist ganz einfach, werde dein eigener Erfolgscoach. Ich finde es total wichtig, immer wieder mit Leuten in den Austausch zu kommen, aber man kann ganz aktiv dazu beitragen, um wirklich auch sich Erfolg zu programmieren im Kopf. Was will ich damit sagen, beziehungsweise wie mache ich das in meinem Alltag? Ich habe verschiedene Routinen in meinem Leben. Also ganz wichtig, Gesundheit steht bei mir eigentlich immer an erster Stelle, und zwar auch die physische. Ich habe ganz klar für mich definiert, dass ich lange arbeiten kann, ich kann auch auf Deadlines hinarbeiten, aber es muss immer Zeit sein, um genügend Schlaf zu bekommen, für eine gute Ernährung. Es muss Zeit sein, dass ich morgens meditieren kann. Und ich weiß, da draußen sind ganz viele Menschen, die haben Kinder, die sind vielleicht gerade nicht in meiner Situation und denken sich, das ist purer Luxus. Ich bin mir aber ganz sicher, dass man sich solche kleinen Rituale, und sei es, wenn es nur 5 Minuten sind, mal 10 Minuten alleine durchatmen, das ist eigentlich eine proaktive Entscheidung, die man treffen kann im Leben. Die zweite Sache ist, dass ich ganz oft einfach auch mit mir selber spreche oder meine eigenen Gedanken aufschreibe. Und dadurch, je öfter man das macht, stellt man auch fest, was man überhaupt denkt. Also es ist mir total oft passiert, dass ich dann schon festgestellt habe, oh Gott, was ist das eigentlich für eine Stimme, die in meinem Kopf da Alarm macht? Warum redet die so negativ mit mir? Und was hat die eigentlich für eine Berechtigung oder für eine Bedeutung in der Vergangenheit gehabt? Und wie kann ich jetzt heute mit der umgehen oder vielleicht auch einfach den Satz umdrehen, anstatt zu sagen, ich bin total schlecht, ich habe es nicht drauf, kann man ja sagen, ich bin gerade in einer Situation, von der ich noch nicht so viel Ahnung habe, aber ich freue mich darauf, es zu lernen. Also auch hier, das beginnt ganz klar im Kopf. Und wenn es euch schwerfällt, diese Stimme in eurem eigenen Hirn sozusagen neu zu programmieren, auch hier holt euch einfach psychologische Unterstützung. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und je öfter man sich positive Affirmationen sagt, je öfter man positiv mit sich selber redet, desto einfacher ist es, diesen Muskel zu trainieren. Und ganz wichtig auch,
schaut, mit wem ihr in eurem Umfeld redet. Also man sagt ja immer so schön, wer gewinnen will, der sollte sich mit Gewinnern auch umgeben. Und ich glaube schon, dass da was dran ist, weil wer redet den ganzen Tag mit euch und ja, wer ist euer Vorbild? Woran orientiert ihr euch? Wer sind die Menschen, die euch Mut zusprechen? Wer sind die Menschen, die vielleicht selber auf ihre Erfolge stolz sind? Das macht ganz viel unterbewusst mit euch. Und das habe ich in meinem Leben einfach auch festgestellt, wenn Menschen in meiner Umgebung sind, die mich runterziehen und das jeden Tag machen, dann bin ich auch irgendwann schlecht drauf. Also auch hier ist eine proaktive Entscheidung und ihr müsst nicht mit allen Menschen, die ihr seit 20, 30, 40 Jahren kennt, auch die nächsten 40 Jahre verbringen. Schaut einfach, wer tut euch gut, weil, wie gesagt, Gewinnen fängt im Kopf an und im Kopf fängt mentale Stärke wirklich an. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wie vertraut man sich mehr selbst und schafft vielleicht sogar den Sprung ins kalte Wasser? Ich kann euch nur 4 verschiedene Tipps an die Hand geben. Und zwar zum einen, hinterfragt euren Status quo. Also schaut wirklich genau hin, was macht euch Spaß, was macht euch keinen Spaß. Dann lernt Nein zu sagen. Ganz wichtig, einfach mehr Ja zu sich sagen und nicht auf jeder Hochzeit unterwegs sein. Tipp 3, auf jeden Fall Freund oder Freundin von Unsicherheiten werden. Auch das ist part of the game, nenne ich es mal. Da kommen wir alle nicht drum herum. Aber umso besser, wenn man nicht davor Angst hat, sondern sich wirklich einfach ja, traut, das Ganze zuzulassen, weil dann verschwindet es nämlich meistens sogar. Und das Letzte, werdet einfach euer eigener Erfolgscoach. Also ihr könnt euch jeden Tag aufs Neue programmieren, was ihr denkt, mit wem ihr euch umgebt, was eure physische und natürlich auch psychische Gesundheit für einen Beitrag zu eurem Erfolg leistet. Und insbesondere zum Thema physische und psychische Gesundheit ist es ganz essentiell, das regelmäßig in seinen Alltag zu integrieren, sei es mit guter Ernährung, mit gutem Schlaf und ganz oft einfach auch viele Gespräche aus dem Kopf rauskommen, mit Menschen in Kontakt kommen, mit einem psychologischen Berater oder einer Beraterin sprechen, die euch einfach dabei hilft, mal wieder einen klaren Gedanken zu fassen, das ganze Wirrwarr aus dem Kopf zu entknollen, dass man ja nicht mehr nur einen ganzen Batzen an Ideen hat, sondern wieder Land sieht, wieder einfach genau weiß, wo muss ich hinlaufen. Und ja, mir hilft es regelmäßig und wahnsinnig gut. Und wenn ich das nicht hätte, ich glaube, würde einfach so ein wichtiger Teil auf meinem beruflichen Werdegang fehlen. Also wenn ich mit meinem Kopf die ganze Zeit nur alleine wäre, oh Gott, ich will nicht wissen, wo ich da heute wäre. Also von daher, das kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen.